Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Keller im Kopf. Ich fahre fort mit dem Szenarien. Um ein Szenario, das Gras grün machen zu können, muss ich erstmal Gras und Heu abschließen. Das werden wir gleich mal tun. Gras und Heu. Ne, Gras und Heu. Das beginnen wir mal jetzt. Gucken, was kommt. Bin da auch gespannt. So Gras und Heu. Gras mähen sicherlich und dann wenden und dann sammeln sicherlich. Schau mal. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Samstag. Ich hoffe, dass das Timing passt, dass man nicht durcheinander komme. Bei mir ist heute Sonntag. Ich mache jetzt die Aufnahmen für Samstag, Sonntag, wahrscheinlich Montag. Mal schauen. So, beginne das Tutorial. In diesem Tutorial wirst du dein Grasfeld mit Hilfe eines Seitenmähwerks mähen. Gras wächst im Vergleich zu Getreide oder Mais deutlich schneller. In einer guten Saison kann man 4 Schnitte auf einer Wiese oder einem Feld erledigen. Gut, das beginnen wir jetzt. Ja, es gab auch noch ein Update heute, gestern. Wir werden erstmal einsteigen, ne? Das Stück ist schon hinter mir. Also wir fahren mal ein Stück zurück. Und Kuh. Das kennen wir irgendwoher, ne? So, Fahrer zu Feld 15. Geht Lenkung? Na, Lenkung geht nicht. Hätte ja sein können, ne? Aber gut. Das ist nicht so schlimm. Bei dem Szenario ist nicht ganz so tragisch. Jo, gab es Änderungen. Es soll nur einen Waschplatz beim Dings geben. Beim. Na, das ist der Hase. Oder die Hesen, keine Ahnung. Die soll zu Feld Nummer 15 fahren. Ja, es gab ein paar Veränderungen und zwar ist nur ein Wachplatz hinzugekommen beim Lohner. Gut, da fahren wir hin. Das Disco 2750 ist ein Heckmähwerk, das seitlich vom Traktor geführt. Daher muss beim nächsten Mähen immer letzte Bahn gemäht. Darum muss man beim Mähen immer versetzt zur Bahn, die gemähte sollen fahren. Aha, okay. Klappe das Ding aus. X. So. Schalte das Ding an. Denke das mir weg, genau. Und wir fahren mal gleich mal los. Los, Tempomat. Fein, wir fahren jetzt weiter. Ob wir auch mehr mähen können als das Feld? Das ist eine gute Frage, ne? Wäre eigentlich logisch. Weg ist ab. Aber ich sehe mal so, dass wir die anderen Wiesen nicht mähen können. Macht überhaupt einen Stau. Gut, dann mähen wir mal uns weiter, ne? Mähe die zweite Vorderseite. Wow. Auf geht's! Ein
Die sind zu schnell, der Bursche. Geht normalerweise nicht. Mit P soll Tingsing. Ah! Gut. Danke! Danke. Hab den Namen vergessen. Entschuldigung. Mark. Der Tipp war gut. Ich hab das aber auch schon wieder vergessen gehabt von dem Tutorial, was war mal irgendwo gewesen. Wie gesagt, Übung macht ja Meister und je öfter man was macht, umso häufiger, umso schneller wird man das im Kopf behalten. Ne? Aber ich denke mal, ja, mit der Zeit, wenn man ein, zwei Jahre hier im Spiel gespielt hat, wird man so einiges lernen. Da das Mehlwerk seitlich gezogen wird, fährt man auf der Ernte. Hätte man bei der Ernte mit diesem Weg keine Bahn hoch und runter, sondern im Kreis, bis man in der Mitte angekommen ist. Du kannst das Feld nur zu Ende mit einem Schritt überspringen. Muss man überspringen, die Sache mal, ne? Wir wollen ja was anderes lernen. Beziehungsweise weiterkommen. Überspringen. Abschließen. Wir beenden das Tutorial. Du weißt, wie man Gras mit Hilfe eines Mähwerks mähen kannst. In der nächsten Tutorial lernst du, wie du die gemähte Gras aussammeln und nutzen kannst. Okay. Abschließen. Wir sind fertig. Ja, Gras schwatten. Machen wir gleich weiter. Das gehört ja dazu. Das Laden sind wir ganz schön lange. Aber der wird SSD, geht gleich relativ schnell. Müsst euch da drauf sein. Relativ schnell. Karte wird geladen. So, in diesem Tutorial. Hey. Wirst du mit einem 3 Meter Schwatter, den Glas Liner 500, die gemähte Grasfläche eines Feldes zu Bahn langen Haufen zusammenführen. Dieses Vorgang nennt man Schwatten. Danach wird das Grasfeld Schwatt zu einem Ladewagen. Da haben wir Siliking 40 eingesammelt und im Bullenstall verteilt. Aha. Also Hammer sind hier die Geräte, wo keine Lizenz gibt. Zum Beispiel. Früher war das so, dass es hat immer gelaufen. So, während es Mehlwerk gibt, die Gras gleich selbst mit Förderbahn zusammenschwatten, ist das nun in der großen Betrieben, also ist das nur in großen Betrieben und Geräten üblich. Die meisten Mehlwerke legen das Gras breit ab. Auch Wände, die das Gras nach hinten werfen, sorgen dafür, dass es breit verteilt wird. Daher ist in den meisten Fällen ein Schwatter notwendig, um den Aufnahme von einem Ladewagen oder Weiterverarbeitung einer Ballenpresse zu ermöglichen. Okay. Fahrer zu Feld 15. Ja, logisch, da haben wir ja gerade gemäht, ne? Ja, im Sommer, schöne Grafik, sag ich mal noch, ne? Also, na, halt! Das ist ein Kaninchen, also ein Hase hat längere Beine. Das ist schon Heu. Ich meine, ich würde hier immer größere Geräte wählen, aber
Wenn man hier die Zeit nimmt in Tage, ne, dann ist ja nicht viel, ne? Das ist ja. Und, ach, da kommt schon ein Helfer. Klappe der Glasplaner 500 aus. X. So. Gut, haben wir getan. Achso, noch nicht ganz. Schalte den Liner an. 500. So. Nimmt der Fahrt auf und absenken. Der Kreisel des Schwalles rotiert mit einer sehr hohen Geschwindigkeit. Gegen den Uhrzeigersinn. Nimmt mit den einen Zinken die Grashalme auf und legt sie auf der linken Seite wieder ab. Gegen das Schwatttuch geworfen wird. Dadurch werden die Halme im gesamten Bereich des Schwalles zu einem Haufen zusammengeführt. Okay. P. Arbeitsbreite. Autolenkung. Ah, da kann man sehen. Okay. Das hat nämlich einen Vorteil, in Anführungszeichen, wenn wir jetzt Wälder uns sammeln sollten, dann wäre es gerade, ne? So, der Kreis, achso, haben wir schon gelesen, okay. Warte, die erste Bahn, das machen wir jetzt mal. Sieht fast aus wie Stroh. Kann sogar sein, dass optisch was ist, wo das halt Gras ist, ne? So, schon die erste Bahn, gleich fertig. Und kurz mal auf die Taste S gehen, um gleich aufhören zu können. Hebe den Glasliner an. V. Wende die zweite Bahn. Ja, wo? Wo wird's gewünscht? Ah, da. Das soll man so machen, wie es so toll vorschlägt. Sonst, naja. So, Lenkung aktiv, ja. Dann. Halt! Die müssen noch senken, ne? Ich warte die zweite Bahn, ja. Schöne Erklärung, ist klar, logisch. Und wir legen mal los. Mit Tempomat schalten wir ein. Ja, die Geschwindigkeit ist okay für das erste Mal. Normalerweise kann man theoretisch mit 20 km/h fahren. Sagt man so, von Geräten ist abhängig, ne, wie schnell das ist. Aber das kann ja jeder machen, wie er möchte. So, wir fahren wir jetzt die Runde ab. Und ich denke mal, hier werden wir auch gleich beenden können. Und dann kommt die nächste Mission, dann machen wir in der nächsten Folge. Die Folgen sollen ja nicht so lang sein, dann ist irgendwas im Algorithmus und YouTube ungünstig. Liegt das zusammen. Also jetzt 15 Minuten fast ist optimal. Die allermeisten schauen ja im Schnitt. So. B aus. Gut, haben wir getan. Parke den Traktor neben dem Feld. Das machen wir noch fertig. Also die Mission machen wir schon noch, also soweit wie es geht, bis die Meldung kommt, beenden. So, Zuschauer, das war... Nö.
Wir machen weiter. Steigen in Deutsch ein. Das machen wir. Der Deutsch ist da, Junge. Wir laufen mal rüber, wir machen weiter. Das gehört dazu. Ich dachte, jetzt kommt die Meldung, willst du abbrechen oder fortfahren? Ne? Da hätten wir abgebrochen bzw. beendet. Aber so steigen wir. Der läuft schon. So. Jetzt wird der Schwab mit Hilfe eines Laderangs aufgesammelt. Der Lader hat vorne ein Pickup, die den Schwab aufnimmt und Anhänger befördert. Das ist Traktor mit den mittig auf dem Feld. So. Schalte Hammer Silo King ein. Also rein optisch. Ne, könnte auch ein Pöllinger sein, ne? So, senke Pickup. Sammel den Schwad auf. Der Pick hat eine gewisse Arbeitsqualität und Geschwindigkeit. Das heißt, sie kann eine bestimmte Menge an Schwad pro Sekunde aufsammeln. Es ist sehr wichtig, nicht zu schnell zu fahren, damit nicht zu viel Schwad auf einmal aufzunehmen. Denn dann verstopft der Pickup. Tankanzeige am rechten Bildschirmrand zeigt dir den Durchsatz an. Presse die Geschwindigkeit so an, dass die Kapazität nicht permanent gefüllt ist. Dass die Kapazität nicht permanent gefüllt ist. Also, ne? Das läuft ja nun. Feldgras, okay. Achso, das ist die rechte Anzeige, achso. Wir fahren Tempomat, also das Beste, das klappt immer. Wo es eigentlich ein bisschen zu langsam ist. Aber. Achso, falls verstopft ist. Das kann im LRS nicht passieren. Da ist 20 km/h vorgesehen und fertig und aus. Aber das macht ja nichts, ne? Aber die Menge ist ganz schön erstaunlich. So. So, liebe Schauer, das soll es dann auch schon heute gewesen sein. Wir haben jetzt, Feldgras gesammelt. So, hebe den Pickup an. V. Schalte lang mal aus. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, das soll es auf heute gewesen sein. Ich sage schon Dank fürs Reinschauen. So, tschüss und ciao, ciao. Und ja, morgen geht es weiter und wir fahren zum Bullenstall. Tschüss.